Es gibt jede Menge gute Musiker, die haben noch nicht studiert. Die sind Autodidakten. Es gibt hervorragende Musiker, die können keine Noten lesen. Aber wenn man eben nicht so ist und das Bedürfnis hat, sich weiterzubilden, dann ist so ein Studiengang natürlich die beste Adresse. Also was die Harmonien anbetrifft, was den Rhythmus anbetrifft, das soziale Bild, was im Hintergrund ist. Also im Jazzbereich ist eine akademische Ausbildung sehr von Vorteil. Wir sind ein erfolgreicher Studiengang, worauf ich sehr stolz bin. Wir haben also der letzte Landesjazzpreisträger ist ein Alumni aus meiner Klasse. Und es gibt jede Menge Preisträger, die hier hervorgegangen sind. Und die Leute, die bei uns unterrichten jetzt, also Hauptfach unterrichten, das sind alles Leute, die sind in Deutschland, also deutschlandweit exponiert, sogar auch international, sind Leute mit einem großen künstlerischen Renommee und als Pädagogen sehr engagiert. Ich bin begeistert von unserem Studienangebot und kann das nur jedem empfehlen. Wenigsten gehen ab und sind dann, haben eine Festanstellung in einer Rundfunk-Big Band zum Beispiel oder in einem Orchester. Das Bild des Berufsmusikers, sagen wir mal im Jazz oder in der Popularmusik, beinhaltet, dass man verschiedene Standpunkte hat, um sein Geld zu verdienen. Also dazu gehört, als Freelancer zu spielen natürlich in verschiedensten Konstellationen, also vom Rundfunkorchester bis zur Gala-Band, sage ich mal. Die meisten haben aber künstlerische Ziele und verfolgen die auch. Und da gibt es das Standbein des Pädagogen. Also man hat ein oder zwei Nachmittage in der Woche, die man unterrichtet. Den Rest hat man für seine künstlerischen Projekte frei. Also man muss sich da schon ein bisschen, man muss da flexibel sein, das ist klar. Und spiel ruhig mal ein bisschen, Johannes spielt mal ein bisschen länger Solo. Ja. Und genau, jetzt achte noch mal genau drauf, dass du die, die Terz, dann kommt ja irgendwie die Elf zur Terz, die Kreuzelf, dass du das super bewusst wahrnimmst, was das für eine Option ist, die im Thema ist. Und logischerweise dann auch überträgt sich das sicherlich auf die Impro. Die Vielfalt ist schon sehr groß bei uns. Ich beobachte das an anderen Hochschulen, dass da eher mehr so in eine Richtung doziert wird. Wir sind da offen. Das war auch unser Credo hier an der Abteilung. Wir haben uns, Gott sei Dank, sind die meisten Lehrer, sagen wir mal, sind auf diesem Trichter. Ja? Das heißt, wir möchten die Leute möglichst breit aufstellen, gutes Handwerk beibringen, gute Instrumentaltechniken, offen sein für andere Richtungen. Also Jazz muss sich auch öffnen, anderen Richtungen, sonst ist es so, wie Frank Zappa gesagt hat, Jazz is not dead, but it smells funny. Also Jazz muss sich anderen Richtungen öffnen, damit er lebendig bleibt.
Die meisten machen eine starke Entwicklung in den ersten 4 Jahren. Die werden besser auf ihrem Instrument, die bilden ihr Gehör aus, bilden sich harmonisch aus, stilistisch auch, lernen natürlich viel Musik kennen in der Zeit, was essentiell ist. Und sagen wir mal, auch dieser Prozess, dass man sich aufreibt, dass man an seine Grenzen geht, künstlerisch, dass man Sachen kennenlernt, von denen man gar nichts wusste und auf einmal entdeckt, dass es auch großen Einfluss hat auf seine eigene Persönlichkeit, Musikalität und so weiter. Ja, das, also man merkt schon, die 4 Jahre merkt man schon.